Ja, einen schönen guten Abend. Schönes Interesse zeigen. Ich hoffe, Sie hatten heute einen angenehmen Tag. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Erika Rokita. Ich bin Mitarbeiterin der Firma Multikraft und ich darf Sie auch im Namen der Firma und auch im Namen meiner Kollegin, Frau Christina Kirchberger, die wiederum die Online-Situation und die technischen Belange überwacht, hier recht herzlich begrüßen. Heute geht es wieder um das Thema Duzen. Wieder deswegen, weil es schon Webinare auf unserer Homepage gibt. Daher nehmen Sie sich bitte Zeit und machen Sie sich die Mühe, auch dort einmal nachzuschauen. Es sind ganz tolle Anwendungen und Basics dort auch erklärt. Und heute werden Sie von mir hoffentlich wieder ganz neue Anregungen und auch Informationen erfahren. Und ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit auch 2 bis 3 neue Produkte vorstellen. Ja, es geht um das Thema Herbstputz. Jetzt werden Sie sich fragen, warum. Normalerweise ist für jeden der Frühlingsputz ein Begriff. Und da möchte ich Ihnen im Zuge des Jahreszeitenkreislaufes noch einmal kurz erläutern, warum es auch Sinn macht, im Herbst zu putzen. Vielleicht nur eine kurze Zwischenfrage. Sie hören mich alle gut? Wenn es irgendein Thema gibt, bitte sofort im Chat, dann ja, Ton und Bild gut, höre ich gerade super. Sie können mich natürlich auch fragen, nur mir so zwischendurch auch fragen, nur mir ist es wirklich ein Anliegen, nachdem Sie sehen, dass ich sehr viele Folien habe und Ihnen die auch alle näher bringen möchte, dass ich da bei der Gelegenheit dann vielleicht die eine oder andere Frage von selbst beantwortet, aber jederzeit gerne möglich und zum Schluss dann sowieso. Also warum Herbstputz? Frühlingsputz ist für jeden ein Begriff. Im Frühling hat man automatisch auch die Tendenz irgendwie oder das Gefühl, man will sich reinigen, man will sauber machen, man will putzen, man will auch körperlich entschlacken und entgiften. Warum? Weil eben die Kräfte der Natur nach außen drängen. Das heißt, vom Frühling bis zum Herbst haben wir die Kräfte, die nach außen drängen und jetzt dann vom Herbst bis zum Winter und bis zum Frühling oder jetzt vor allem im Herbst dienen sich die Kräfte schon langsam wieder zurück. Die Natur stirbt mehr oder weniger ab oder geht in einen Ruhemodus über. Und auch für uns ist es jetzt Zeit, sozusagen, das Revue passieren zu lassen, das ganze Jahr zu schauen, was war erfolgreich, was war die Ernte, so wie eben in der Natur draußen und was gilt es loszulassen, speziell auch das überflüssige Gepäck. Das heißt, für uns selber geht es in dieser Jahreszeit, aber auch bei diesem Metallelement, wie es auch heißt, um die Struktur, um die Klarheit. Und Struktur und Klarheit haben natürlich auch immer mit Saubermachen, mit Reinigen zu tun. Auch um eben über den Winter nicht besonders viel Schlacken, auch körperlicher Natur natürlich anzusammeln, die man dann wiederum ins nächste Jahr mitnimmt. Also es hat Sinn. Die Organe, die hier betroffen sind, besonders, und das ist eben in Zeiten wie diesen vielleicht gar nicht uninteressant, sind nämlich Lunge und Dickdarm. Das heißt, es gilt speziell in dieser Jahreszeit auf Lunge und Dickdarm zu achten, vielleicht auch immer wieder auch Atemübungen zu machen, schauen, dass die Verdauung funktioniert und da vielleicht auch probiotische Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen oder eben jetzt im Herbst auch viel Sauerkraut machen, damit sie im Winter jeden Tag einen Esslöffel nehmen können. Aber jetzt wieder zum Putzen. Das heißt, es geht auf zum Herbstputz. Reinigen ist natürlich wichtig, Hygiene ist wichtig, um eben nicht im Schmutz zu versinken, aber natürlich nicht zu viel. Das heißt, man kann hier natürlich schon maßlos übertreiben. Es gibt oder Menschen, die haben einen richtigen Apothekerschrank sozusagen in ihrem Putzkasten, jede Menge Spezialreiniger, die natürlich aufgrund ihrer Inhaltsstoffe, Detergenzien, für die Natur natürlich nicht sehr angenehm sind, sehr stark umweltbelastend sind, vor allem für die Wasserorganismen, für die Kläranlagen, aber natürlich auch für die unmittelbare Umgebung von uns selber, Haushalt, darüber werden wir später sprechen, weil eben sich auch im Haushalt ein Mikrobiom aufbaut und diese chemisch-synthetischen, teilweise sogar Bioziden
Reiniger machen natürlich die gesamte Artenvielfalt in der Umgebung kaputt und das schwächt natürlich auch automatisch unser Immunsystem. Daher möglichst schauen, weniger ist mehr und möglichst auf chemisch-synthetische Waschputzreinigungsmittel verzichten, weil sie eben wirklich, oder zumindest wirklich vorsichtig damit umzugehen, weil sie eben wirklich sowohl für die Natur, für die Umwelt, aber auch Auswirkungen auch auf unsere Gesundheit eben haben. Es gibt Gott sei Dank eine Alternative und das ist ja eben das Schöne dran, eben unsere probiotischen EMC-Reiniger sind hier eine ganz tolle Möglichkeit. Sie sind ökologisch nachhaltig und absolut auf natürlicher Basis zusammengestellt. Das heißt, der Großteil des Inhalts ist EM. Sie wissen, EM, das sind effektive Mikroorganismen. Das ist eben diese Multimikrom-Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen, Photosynthese-Bakterien. Und mehr oder weniger die restlichen 5% sind auf pflanzlicher Basis oder pflanzlichen Ursprungs aufgebaut, nämlich ätherische Öle, unterschiedliche Mischungen, dann Zitronensäure, Zitronenessenz ist dabei, dann ganz minimal Alkohol und Biomelasse und minimal auch Fett- und Zellulose spaltende Kulturen. Okay, mache ich gern. Das heißt, diese Reiniger sind sehr, sehr positiv. Sie belasten eben weder die Umwelt noch die noch unsere Gesundheit. Ganz im Gegenteil, sie unterstützen das Mikrobiom in unserer Umgebung und damit unser eigenes Mikrobiom. Und für die Natur selber sind sie überhaupt kein Problem. Sie entsorgen sich mehr oder weniger selbst. Man kann das Putzwasser anschließend als Gießwasser hernehmen. Sie sind besonders gesundheitsfreundlich insofern, dass die Haut sich regeneriert, dass sie komplett sicher für Kinder sind, für Haustiere sind, dass sie auch dass die Leute feststellen, wenn sie wirklich permanent damit putzen, dass sogar weniger Infekte stattfinden. Sie sind auch lebensmitteltauglich, das ist wichtig, da gibt es sogar eine Studie dazu, ein Gutachten. Schauen Sie da hier auch auf die Homepage. Unter Reiniger finden Sie diese Studien. Es gibt eine Studie von der BOKU Wien und sogar eine Diplomarbeit von der FH Wels, die die großartige Reinigungswirkung unserer Reiniger auch bestätigen. Und ganz wichtig, sie sind für alle Materialien, für alle Oberflächen geeignet. Alles, was nass, feucht, abwischbar ist, kann eben mit diesen Reinigern auch geputzt werden. Und es gibt viele, viele weitere Vorteile, die wir natürlich im Laufe des Webinars auch besprechen werden. Aber auf alle Fälle ist hier ein Umdenken notwendig, auch dahingehend, dass eben Sauberkeit nicht unbedingt nur mit, oder das ist von der Werbung uns teilweise wirklich so ein bisschen eingetrichtert auch worden, dass Sauberkeit eigentlich immer mit Chemie zu tun haben muss. Es geht, wie wir mittlerweile schon seit langer, langer Zeit, jetzt sehen, einige Jahre, dass es auch eben wirklich mit natürlichen, ökologischen und nachhaltigen Reinigern geht, die wirklich eine sehr, sehr ökofreundliche Rezeptur auch haben. Okay. Ja, hier möchte ich einmal unser gesamtes Repertoire an Reinigern, die wir zur Verfügung stellen, Ihnen kurz vorstellen. Sie alle eben diese ähnliche Zusammensetzung haben, die ich vorher schon erwähnt habe, eben hauptsächlich effektive Mikroorganismen, der Rest ätherische Öle, Zitronenessenz, Zitronensäure, Zuckerrohrmelasse, Fett- und Zellulose spaltende Kulturen sind dabei und wirklich minimal Alkohol. Und diese Reiniger unterscheiden sich jetzt hauptsächlich eben in der Zusammensetzung der ätherischen Öle und sind dadurch auch unterschiedlich, teilweise unterschiedlich in der Anwendung. Also die Anwendung ist die gleiche, aber unterschiedliche Bereiche sind eben damit zu bedienen. Wobei vorweg auch gesagt werden muss, dass diese vier Reiniger, der Küchenreiniger, der Zitrusreiniger, der Kraftreiniger und der Lavendelreiniger mehr oder weniger als Allzweckreiniger verwendet werden können.
Der Kraftreiniger, der ist natürlich für besonders starken Schmutz geeignet, für harte Verkrustungen, wird auch in der Profireinigung eingesetzt, in Großküchen, in Schulen, in Kindergärten und so weiter, kann aber natürlich auch gerne im Haushalt verwendet werden. Und ich verwende ihn persönlich sehr gerne, jetzt speziell auch außen, wenn es gilt, die Blumentöpfe zu reinigen oder eben in der Küche, das Ceranfeld, Backrohr und so weiter. Das ist für mich sozusagen der Spezialreiniger für wirklich hartnäckigsten Schmutz. Dann ist das der Textilreiniger, der Teppichreiniger, der Kalkreiniger ist für die Sanitärräume und dann gibt es sogar noch einen Stahlreiniger, der biozertifiziert ist. Ist es für Sie jetzt okay, Frau Christine? Passt es so von der Lautstärke und von der Schnelligkeit? Ich muss leider ein bisschen schneller sprechen, weil sonst kommen wir mit der Zeit nicht durch. Okay, gern. Wir bieten auch ein Reinigerset an. Und dieses Reinigerset, das ist so mehr oder weniger für Anfänger, die überhaupt nicht wissen, was sie nehmen sollten, auch vom Geruch her, vom Duft her. Und da ist eben, sind 500 Milliliter Flascherl, die man auch ganz gerne als Geschenk zum Beispiel irgendwo auf Besuch mitnehmen kann. Nach diesen Anwendungen oder nachdem man diese 5 Flaschen aufgebraucht hat, weiß man sicher, was nimmt man als Allzweckreiniger. Es ist nämlich der Zitrusreiniger, der Kraftreiniger, der Kalkreiniger, der Küchenreiniger und der Textilreiniger in diesem Set enthalten. Für diejenigen, die eh wissen, was sie brauchen, gibt es so ein ein Startpaket für Anfänger. Das heißt alles im Reinen. Da haben Sie gleich eine 500 Milliliter Flasche Kraftreiniger und eine 100 Milliliter Flasche Kalkreiniger und ein kleines Flascherl auch EM klar. Das eben ohne ätherische Öle, besteht eigentlich nur aus EM und eben aus einem Bio-Glucose-Sirup, deswegen auch diese helle Farbe. Und das kann als Weichspüler, als Klarspüler, als Raumerfrischer verwendet werden zur Schimmelentfernung oder eben um ein gutes Raumklima aufzubauen. Darüber möchte ich Ihnen später noch ein bisschen erzählen. Dann gibt es schon fix fertige Sprühlösungen, also für ganz schnell Entschlossene oder diejenigen, die sich da gar nicht damit befassen möchten, die das einfach fix fertig haben möchten. Das ist die Kraftreiniger-Sprühlösung und die Kalkreiniger-Sprühlösung. Da muss man natürlich sagen, es ist wirklich höher dosiert. Diese Lösungen können Sie zum Beispiel nicht für Spiegel, für Fenster hernehmen. Da würden Sie Schlieren bekommen. Ja, das geht einfach, das ist zu hoch dosiert. Dann der Lemongrass-Spray, sehr gut für die Toilettenanlagen und eben als Raumerfrischer auch für den Arbeitsbereich, weil ja dieses Lemongrass ist sehr gut für die Konzentration und für die Aufmerksamkeit. Die Keramik, der Waschball und so weiter, die ihn zum Wäschewaschen und die Pipes bzw. diese 35 mm Pipes nimmt man für den Geschirrspüler. Und seit kurzer Zeit gibt es noch 3 andere Produkte, auf die möchte ich dann wirklich etwas genauer eingehen, die unser Putz- und Reinigungssortiment wirklich super erweitern. Und auf die haben wir schon länger gewartet. Das ist eben das Geschirrspülmittel, mit dem kann man per Hand sehr, sehr gut abspülen, aber auch für den Geschirrspüler. Dann das Waschkonzentrat mit dem Textilreiniger war es bisher mehr oder weniger nicht so gut, die 60 oder 90 Grad Wäsche alleinig mit Textil oder ohne Chemie zu bearbeiten. Da braucht man ein bisschen Waschmittel. Mit dem Waschkonzentrat ist es jetzt möglich. Und die Sauerstoffbleiche nimmt man dann wirklich bei Flecken, bei grauer, vergilbter Wäsche und so weiter. Also, aber alle Reiniger sind wirklich toll, umweltfreundlich, ökologisch, nachhaltig und Volldeklaration der Inhaltsstoffe. Also es ist wirklich das drinnen, was auch draufsteht. Darauf können Sie sich auch sicher verlassen. Warum sind das jetzt
Oder wir nennen unsere EMC-Reiniger probiotische Reiniger. Warum probiotisch? Weil da eben Mikroorganismen drinnen sind und man muss wirklich sagen, Mikroorganismen sind absolut notwendig, sind absolut wichtig. Es gibt, man weiß ja mittlerweile aus der Mikrobiomforschung, dass es kein Leben ohne Mikroorganismen gibt. In uns, auf uns, um uns herum sind ununterbrochen Mikroorganismen. Sie sehen es hier, wir bestehen sogar zu mehr, also eine Körperzelle wird sozusagen von 10 Mikroorganismen gegenübergestellt. Das heißt, wir sind, ich, das Ich ist eigentlich ein Wir. Wir bestehen zu mehr aus Mikroorganismen als aus menschlichen Zellen, wollte ich damit sagen. Und wir tragen auch permanent sozusagen eine Aura aus Mikroorganismen mit uns herum. Und nachdem auch im Umfeld, in der Luft, Mikroorganismen existieren, alle Oberflächen von Mikroorganismen überzogen sind, bildet sozusagen unser Haushalt ein eigenes Mikrobiom. Und in der Mikrobiomforschung spricht man teilweise sogar von einem zweiten Immunsystem. Und unser eigenes Mikrobiom interagiert permanent mit diesem Mikrobiom im Haushalt, im Umfeld. Und man kann da zum Beispiel genau erkennen, welche Mitglieder zusammenwohnen, also welche zur Familie gehören, könnte man zum Beispiel mittlerweile anhand der Artendiversität sozusagen zusammenführen und wissen, wer gehört zusammen. Auch mit die Haustier, wir übernehmen von Haustieren Mikroorganismen und umgekehrt. Und jetzt ist natürlich das Wichtige, wenn man mit aggressiven, synthetischen, teilweise sogar Biozidreinigern putzt, vernichtet man natürlich dieses Mikrobiom um uns herum, weil diese Biozidenreiniger, die machen nicht nur die schädlichen Keime kaputt, sondern sie machen mehr oder weniger Tabula rasa und darauf reagiert natürlich unser Immunsystem empfindlich, es wird nervös, es wird sprunghaft und die Abwehrkräfte werden dann unter Umständen sogar geschwächt. Und was machen wir jetzt mit unseren Reinigern? Das heißt, dadurch, dass hier positive, regenerative, aufbauende Mikroorganismen enthalten sind, bauen die sozusagen das super Mikroklima im Umfeld auf. Wenn man dann mit putzen, werden sämtliche Oberflächen von diesen Mikroorganismen überzogen, sodass sozusagen die pathogenen Keime oder eben schädliche Keime, die unter Umständen pathogen sein können, jetzt sozusagen keine Lebensgrundlage finden. Und sowas nennt man dann Kolonisationsresistenz. Das heißt, die haben einfach keinen Platz, wo sie sich ansiedeln und vermehren könnten. Und das ist natürlich ein geniales Konzept. Das heißt, mit unseren probiotischen Reinigern erreichen wir eine höhere Diversität. Je höher die Diversität, eben die Artenzahl ist, desto besser. Dadurch existiert sozusagen eine größere Konkurrenz eben zu den unter Umständen degenerativen, weniger positiven Keimen, die eben dann im Umfeld vorhanden sind. Und damit kann ich sämtliche schädlichen, abbauenden Prozesse eliminieren. Das ist also wirklich ein geniales Konzept und ja, man hat hier, also die Mikrobiomforschung und die Umweltmedizin hat hier sogar eine Hygienehypothese aufgestellt. Eben, es geht genau darum, wenn man jetzt ununterbrochen mit Chemie arbeitet, dann macht man wirklich das Mikrobiom im Haushalt kaputt, die Artenanzahl sinkt und unser Immunsystem und unsere Abwehrkraft wird dadurch sprunghaft und nervös. Und da kann eben, da können wir eben wirklich einen großen Beitrag leisten. Jeder einzelne Reiniger kann das machen. Ja, daher, liebe Leute, auf geht's zum Hausputz. Ohne schlechte Nebenwirkungen in dem Fall und eben mit hoffentlich maximalen Erfolg. Was benötige ich jetzt dazu? Meines Erachtens ist auch die richtige Putzstrategie richtig. Vielleicht haben Sie mein Webinar über den Frühjahrsputz schon angeschaut. Da heißt es, man soll von oben nach unten anfangen, von innen nach außen bei den Kästen, bei den Laden und zuletzt soll man eben den Boden reinigen. Und dann natürlich mit dem richtigen Putzwerkzeug, das heißt Besen, Staubsauger, das heißt Wischmopp, das heißt Bürste, da ist wirklich alles erlaubt, jedes Mikrofasertuch oder auch Baumwolltuch oder eben Schwämmchen. Man kann Handschuhe nehmen, muss natürlich nicht.
Und das, was man noch braucht, ist eben, sind eben unsere Reinigungsmittel natürlich und dann eine Sprühflasche oder man kann auch mit Eimer putzen. Und auf das möchte ich jetzt kurz eingehen. Einige von Ihnen werden das natürlich schon wissen, aber ich möchte für die Neuen, die hier dabei sind, das noch einmal kurz erklären. Aber das Reinigungskonzept ist wirklich sehr, sehr einfach. Also man braucht nur entweder eben eine Sprühflasche oder einen Eimer und das entsprechende Reinigungsmittel. Mit der Sprühflasche arbeite ich, indem ich die Reinigerlösung, die eben vorher hergestellt wird, auf die jeweilig zu putzende Fläche und wische es dann nach oder bearbeite es, je nachdem, wie stark die Verschmutzung ist. Und beim Eimer mache ich das gleich. Da wird natürlich das Konzentrat direkt ins Wasser gegeben. Das Wasser sollte bitte nicht zu heiß sein, sondern handwarm, lauwarm. Und dann wische ich eben auf diese Art und Weise. Zur Konzentration noch einmal oder zur Dosierung. Die geringste Dosierung ist beim normalen Putzen 10 Milliliter auf 1 Liter Sprühflasche, auf 1 Liter, also mit 1 Liter Wasser verdünnt oder eben 5, 6, 10 Liter wird man wahrscheinlich nicht in einen Putzeimer geben. Auf alle Fälle gebe ich dann auch 10 Milliliter rein auf diese Menge Wasser. Der Unterschied ist jetzt, dass natürlich die Sprühflasche höher dosiert ist, deswegen, weil sie natürlich auch länger haltbar sein soll. Die Sprühflasche wird ja meistens nicht bei einmaligen Putzen aufgebraucht, sondern sie steht ja Tage. Bei mir zum Beispiel in der Küche habe ich so eine Sprühflasche, im Badezimmer habe ich eine Sprühflasche, auf der Toilette, beziehungsweise auf der Toilette habe ich dann ein Lemongrass Raumspray, mit dem kann ich putzen und gleichzeitig eben die unangenehmen Gerüche damit binden. Und wie wissen Sie, dass die Reinigerlösung unter Umständen nicht mehr gut ist? Man sagt so circa eine Woche, 10 Tage, 14 Tage, da sollte sie aufgebraucht sein. Aber nach meiner Erfahrung hält diese Lösung sicher länger. Noch dazu, wenn Sie zum Beispiel einige Pipes in diese Sprühlösung noch hinzufügen, dann wird die Qualität des Wassers verbessert und auch letztlich die Haltbarkeit. Aber sollten Sie einmal nicht wissen, wie lange jetzt diese Flasche schon in der Küche zum Beispiel steht, dann riechen Sie einfach dran. Wenn es nicht mehr gut riecht, dann bitte einfach in den Kanal gießen und eine neue Lösung herstellen. Aber das kommt so gut wie gar nicht vor, bei mir zumindest nicht, weil wenn ich weiß, dass die 14 Tage, 3 Wochen schon alt ist, dann nehme ich einen Eimer, fülle den mit lauwarmem Wasser und gebe die ganze Lösung in den Eimer, putze damit und rieche dann eine neue Sprühlösung her. So funktioniert das. Also es ist wirklich ein einfaches Konzept. Und dann, ach ja, hier noch bei starker Verschmutzung, also Sie haben jetzt die Möglichkeit, Sie nehmen eine relativ geringe Dosierung bei stärkerem Schmutz, lassen aber dann länger einwirken, das ist eine Möglichkeit. Oder Sie sagen, na ja, das ist jetzt eine stärkere Verkrustung, ich erhöhe gleich sofort die Dosierung. Und das wäre dann maximal 100 Milliliter auf 1 Liter Wasser und 100 Milliliter auf 7, 8 bis 10 Liter Wasser im Eimer. Ja, Sie können das minutenlang einwirken lassen, es geht aber auch Stunden und Tage. Noch weniger in der Dosierung nehmen Sie beim Fensterputzen. Übrigens morgen und übermorgen ist ein super Fensterputztag. Das heißt, wenn Sie da Zeit haben, nehmen Sie sich wirklich auch oder nehmen Sie diese Gelegenheit am Schopf, packen Sie sie am Schopf und putzen Sie, reinigen Sie Ihre Fenster. Sie bleiben dann an solchen Tagen, morgen ist, glaube ich, Zwilling, wirklich sogar in der Waage, das sind zwei Luftzeichen, wirklich, es geht leichter zum Putzen, der Schmutz löst sich leichter und sie bleiben auch länger sauber. Wirkt das Mittel noch, wenn es eingetrocknet ist? Ja, genau, das ist eine gute Frage. Das heißt, wenn sie zu lang wenn die Einwirkzeit zu lang gedauert hat, dann sprühe es einfach noch einmal auf, gehe dann mit dem Putzschwamm mal drüber und trockne es nach. Aber es wirkt, ja, weil, und das ist bitte, bei der Gelegenheit möchte ich das gleich erklären, das ist nämlich dieser tolle Effekt,
der Mikroorganismen oder dieser EMC-Reiniger, dass der Reinigungseffekt oder die Reinigungswirkung nicht nach dem Putzen aufhört, sondern die Mikroorganismen arbeiten auch nach meinem Reinigungsvorgang weiter. Das heißt, solange Mikroorganismen auf dieser Oberfläche drauf sind und sie organischen Schmutz finden, bauen sie diesen Schmutz über Fermentation enzymatisch auch ab. Und das ist eben das Geniale dran. Das heißt, sie haben bei unseren Reinigern gleichzeitig auch einen Putztrupp mitgeliefert. Und gern. Ja, beim Fensterputzen bemerken Sie das, also wirklich nur ein paar Tropfen, sowohl in die Sprühflasche als auch in den Eimer. Sie merken, wenn Sie es zu viel dosiert haben oder zu hoch dosiert haben, dass sofort Schlieren entstehen. Ja, ich möchte Ihnen jetzt wirklich ein paar Anwendungsbeispiele zum Herbst geben, was Sie jetzt im Herbst in Angriff nehmen können. Das heißt, also ich putze wirklich jetzt wieder die ganzen Putzflächen, die oben auf den Küchenregalen, die letzte Etage sozusagen, putze ich sauber runter. Und Sie wissen, das ist immer so ein hartnäckiger Schmutz, der, wo Fett und Staub miteinander vermischt sind, der richtig klebrig ist, der schwierig runtergeht. Also oder ein Backrohr oder wirklich eine schmutzige Fläche irgendwo, die letzten Winkel, die man irgendwie vergessen hat. Auch die ganzen Kästen, wo das Kochgeschirr drinnen ist, werden ausgeräumt. Und da verwende ich automatisch entweder den Kraftreiniger oder den Küchenreiniger, den Grapefruit, der hat nämlich Grapefruitkernextrakt drinnen. Und dieses Grapefruitkernextrakt ist besonders auch in der Lage, fetthaltigen Schmutz zu spalten. Es wird also wieder ganz einfach, entweder mit Eimer, also Böden wische ich natürlich immer mit Eimer, da putze ich vorher alles durch. Und wenn es nur so nebenbei Flächen zum Säubern sind, nach dem Kochen zum Beispiel, dann putze ich mit einem verdünnten Sprühflascher. Einsprühen, mit Schwammerl nach oder sauber machen, abwischen die Verkrustungen und dann eben nachtrocknen. Und wie gesagt, wenn es wirklich ärgere Verkrustungen geben würde, dann lasse ich sie einfach länger einwirken und sprühe es hinterher dann noch einmal ein, sollte es eingetrocknet sein. Dann geht es umso leichter weg. Ja, hier zum Beispiel, ich habe eine Darmküche mit Hochglanzfronten, die ich nur mit Schmierseife putzen soll, da nichts Scharfes dazu darf. Auch keine Mikrofasertücher soll man verwenden. Kann ich dafür den Allzweckreiniger nehmen? Also in dem Fall also würde ich wirklich nur ein paar Tropfen nehmen oder versuchen Sie es einfach einmal mit dem EM Klar aktiv. Da ist nämlich überhaupt nichts drinnen, nur die Mikroorganismen, also einfach als Schuss ins Putzwasser und das müsste funktionieren. Hier bitte. Den einzigen Fehler, den man wirklich machen kann, ist das Konzentrat pur anwenden. Ja, wenn ich das, und das ist die einzige Herausforderung oder kommt eh so gut wie nie vor. Es kann aber sein, dass ich irgendwann mal eine Flasche aufmache und dahin stelle und dann tropft es seitlich runter. Und das kommt pur zum Beispiel auf solche sensiblen Flächen oder Marmorfliesen. Dann kann es natürlich sein, dass die Säure dieses Material angreift. Aber Sie sehen, es ist so stark verdünnt, also da ist so gut wie nie etwas noch bei mir zumindest und ich putze sicher schon 15 Jahre damit in irgendeiner Form kaputt gegangen. Das offene Konzentrat ist so lange haltbar, wie es draufsteht. Okay, gehen wir weiter. Backrohr, also das ist auch immer wieder Herausforderung, geht ganz gut mit dem Kraftreiniger oder mit dem Küchenreiniger, aber in dem Fall höher dosiert, 100 Milliliter auf 1 Liter Sprühflasche. In dem Fall, das Foxy Plus hat 50 Milliliter, 500 Milliliter, also nur einen halben Liter Fassungsvermögen, da geben Sie einfach 50 Milliliter rein. Oder ich habe diesmal probiert, wir haben auch, das werde ich gleich erklären, seit Neuem eben diese Sauerstoffbleiche dazu bekommen. Und zum Beispiel in meinem Waschbecken bilden sich immer wieder so braune Ränder. Das geht super, einen Esslöffel Sauerstoffbleiche rein. Wir können aber auch Natron nehmen, Soda nehmen oder mal ein Backpulver nehmen und dann mit Kraftreiniger einsprühen und dann mit einem Putzschwamm mal nachputzen. Das geht wunderbar sauber, glänzend. Also ich habe wirklich selber große Freude damit. Ja, also die Konzentrate, ich glaube, das habe ich beantwortet, sind
so lange haltbar, wie es wirklich draufstehen. Geschirrspülen per Hand. Und hier darf ich eben unser neues Geschirrspülmittel vorstellen. Das war bisher immer ein bisschen ein Problem, muss ich ehrlich gestehen, dass viele Leute mit den herkömmlichen Allzweckreinigern keine Lust hatten, auf Dauer zumindest das Geschirr per Hand abzuspülen. Warum ist es so? Weil immer wieder so ein eigener Film auf der Haut zurückbleibt. Ja, man hat auch das Gefühl gehabt manchmal, dass das Geschirr nicht so optimal sauber wird, so optimal glänzt. Und diesem Thema sind wir dann nachgekommen und haben ein wirklich super Geschirrspülmittel entwickelt, gemeinsam in Kooperation mit einer anderen österreichischen Firma. Und es ist wirklich gut gelungen. Es reinigt genauso mit EM und pflanzlichen Waschrohstoffen und reinigt wunderbar, riecht irrsinnig gut. Also ich empfehle Ihnen, dieses Produkt unbedingt auszuprobieren. Es ist wirklich genauso umweltfreundlich wie die anderen Produkte, ist absolut ökologisch abbaubar, ist für Menschen, die sehr sensibel auf Reiniger reagieren, sehr, sehr gut geeignet. Und man kann es natürlich auch für viele andere Reinigungsthemen hernehmen, eben fürs Auto in die Scheibenwaschanlage oder wenn man Auto putzt, Fahrrad putzt und in Zeiten wie diesen. Nein, es enthält keine indischen Waschnüsse. Nein, es sind pflanzliche Tenside und EM, Zitronenöle sind dabei und Orangenöl und ein bisschen Glycerin. Und es kann wirklich wunderbar, und ich bitte Sie, das wirklich auszuprobieren. Sie werden es nicht bereuen, als Handseife auch verwendet werden oder eben nach schmutzigen Arbeit, schmutzigen Tätigkeit reinigt es wunderbar. Und eben in Zeiten wie diesen ist es ja ganz wichtig, sich öfters einmal die Hände zu waschen. Und da bin ich also über dieses Produkt wirklich sehr, sehr dankbar. Sie wissen, 30 Sekunden. Immer wieder mal auch desinfizieren, aber 30 Sekunden dann unter dem Wasserhahn, unter dem fließenden Wasser die Hände zu waschen mit Seife ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, um eben gegen Covid auch vorzugehen. Und im Anschluss daran lege ich Ihnen unsere wunderbare Handcreme sehr ans Herz, weil eben die dann sozusagen diese rückfettenden Stoffe wieder drin hat, die pflegenden Substanzen, das Distelöl, Jojobaöl, Shea-Butter, dann die ganzen Hydrolate, die drin sind, die Feuchtigkeit wieder der Haut zurückgeben und die Kräuterextrakte, ganz wichtig, auch die mit EM fermentiert werden, werden hier hinzugefügt und die bauen dann sozusagen auch das Mikrobiom der Haut wieder auf. Ja. Und das ganz Tolle ist, und ich bin also wirklich jedes Mal wieder erstaunt, wie sauber das Geschirr wird. Dieses Geschirrspülmittel kann man auch für die Spülmaschine hernehmen, nämlich in Kombination mit unserer Sauerstoffbleiche. Nämlich, man kann sozusagen die Tabs mit diesem Geschirrspülmittel ersetzen. Es geht sogar noch bequemer. Es geht wirklich sehr, sehr bequem meines Erachtens. Ich nehme einfach einen Esslöffel bei sehr stark verschmutztem Geschirr, 1,5 bis 2 Esslöffel von dieser Sauerstoffbleiche, die neu im Repertoire ist. Und dann 2 bis 3 Pumpstöße von diesem Geschirrspülmittel dazu in dieses Waschmittelfach. Dann habe ich sowieso immer diese Sprühflasche in der Küche stehen. Damit sprühe ich das Geschirr noch, bevor ich das Gerät einschalte, noch mal richtig gescheit ein. Wir sind mittlerweile nur mehr 2 Personen im Haushalt. Da kann es natürlich schon sein, dass das Essen manchmal auch im Geschirrspüler eintrocknet, weil ich ihn nicht unbedingt jeden Tag einschalte. Daher sprühe ich das schmutzige Geschirr beziehungsweise überhaupt im gesamten Innenraum des Geschirrspülers noch einmal richtig gut und in alle Ecken auch, damit die Maschine auch sauber wird, sprühe ich das ein. Und oben im Besteckfach liegen dann auch noch die Pipes drin. Wenn Sie kein Besteckfach haben, können Sie auch 35 mm Pipes nehmen und hier dann draufstecken. Und als Glasspüler nehme ich diese verdünnte EMC-Lösung, wie Sie hier sehen. Meistens ist es eben der Küchenreiniger oder der Kraftreiniger oder Sie können aber auch das EM-Klar hernehmen. Die Temperatur ist zu hoch,
die Mikroorganismen überleben können. Ja, es wirkt wirklich wunderbar. Ich muss selber immer staunen, weil eben auch die pflanzlichen Stoffe, die hier drinnen sind, sehr, sehr gut wirken. Ich bin überzeugt davon, es ist meine persönliche Meinung, dass auch bei 60 Grad nicht alle Mikroorganismen kaputt gehen. Nämlich speziell die Photosynthese-Bakterien, das sind eben die 1000 Sasser in dieser EM-Mischung und die halten meines Erachtens sicherlich auch höhere Temperaturen aus. 40 Grad, bei 40 Grad ist es ohnehin kein Thema. Milchsäurebakterien helfen eben 40 Grad, auch beim Wäschewaschen, wie wir gleich sehen werden. Aber im höheren Temperaturbereich, da haben Sie sicherlich recht, wird ein Teil dieser EMs möglicherweise kaputt gehen, aber ein Teil wirkt weiter und auch diese pflanzlichen Tenside, die drinnen sind, diese ätherischen Öle, die da drinnen sind. Und zusätzlich darf man nicht vergessen, dass eben auch die Pipes eine Wirkung auf das Wasser haben. Sie verringern die Oberflächenspannung, die ja dann auch die Waschaktivität auslöst oder mit beeinflusst. Und sie verkleinern auch die Wassercluster. EM Klaraktiv als Klarspüler unverdünnt. Ja, da gebe ich einfach das pur rein. Und das andere, die Lösung ist ohnehin die verdünnte Lösung. Sie können es, aber Sie können es natürlich auch verdünnt nehmen, wenn Sie da irgendwelche Sorge hätten aufgrund der Säure. Die Säure, also diese, die Lösung ist natürlich leicht sauer. Das heißt, wenn Sie Sorgen hätten, dass irgendwelche Schläuche vielleicht abgebaut werden würden im Laufe der Zeit, dann verdünnen Sie. Es ist überhaupt kein Problem. Die Wirkung ist trotzdem sehr, sehr gut. Sie können das ruhig 50 Milliliter auf 100 Milliliter Wasser oder mit 100 Milliliter Wasser vermischen, wenn Sie möchten. Ist das okay für Sie? Also im Laufe der Zeit werden Sie einfach selber draufkommen, wie Sie putzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe also wirklich noch nie irgendwas Negatives erlebt mit diesen Reinigern und putze wirklich schon sehr, sehr lange. Im Badezimmer, es ist sehr klar, dass man das immer brav putzt. Da gibt es natürlich auch besondere Situationen. Es kann sein, dass eben der Wasserhahn zum Beispiel mal zu stark verkalkt ist. Da können Sie den Perlator abdrehen und dann vielleicht einmal über die Nacht in eine Kalkreinigerlösung legen, eben 100 Milliliter auf einen Liter. Dann können Sie, wenn Sie zum Beispiel, bitte, das ist jetzt nicht mein Badezimmer, das nur zum Demonstrieren, man kann auch die Fliesenfugen sehr gut damit wieder sauber kriegen, wenn man mit dieser Kraftreinigerlösung arbeitet. Was allerdings nicht funktioniert, das muss ich Ihnen gleich sagen, das ist, wenn das Silikon schon angegriffen ist und schon angeschimmelt ist, das muss einfach dann wieder ausgewechselt werden. Und hier bitte nicht mit diesem stark dosierten Kalkreiniger die Spiegel putzen, da werden Sie sicher Schlieren bekommen. Also wenn Sie das Prinzip einmal verstanden haben, ist das überhaupt kein Problem. Es gibt auch, aber da wird mein Kollege im nächsten Monat sicher drüber sprechen, Keramikverwirbler, die man dann hier auf den Wasserhahn dreht oder gibt. Und da ist eben die Keramik drin und die Keramik verhindert auch, dass die Wasserhähne dann so schnell und zu stark verkalken. Okay, ja, dann Wohn- und Schlafzimmer gibt es natürlich jetzt im Herbst auch genug zu tun. Vielleicht saugen Sie wieder mal alle Möbeln ab, die Polstermöbeln, dann die Matratzen, vielleicht auch umdrehen, einsprühen und richtig einwirken lassen. Dann nehme ich immer den Teppichreiniger oder im Schlafzimmerbereich auch gern den Lavendelreiniger. Dann können Sie, wenn Sie mal Flecken, also die Flecken in den Teppichen angehen, da ist auch der Teppichreiniger sehr gut. Bei speziellen, wie soll ich sagen, Verschmutzungen können Sie wirklich auch die Dosierung 100 Milliliter auf 1 Liter verwenden. Auch Tiere natürlich, wenn Sie die Haustiere haben, machen Schmutz. Das eine oder andere Mal zumindest bei Tieren würden wir aber eher den EM Klar Aktiv Reiniger hernehmen oder die EM Klar Aktiv Lösung, weil eben für Tiere die ätherischen Öle nicht unbedingt immer gut sind.
auch für bei Kindern zum Beispiel ist, also kleine Babys, die immer am Teppich herum. Genau, das ist auch ein großes Thema. Wenn sie kleine Kinder haben, ist es eben ganz, ganz toll, wenn sie wirklich oft mit dieser Reinigerlösung die Teppiche einsprühen, weil EM auch wirklich in der Lage ist, diese schädlichen Substanzen, die vielleicht von chemischen Reinigungen herrühren, noch im Teppich vorhanden sind. Und die Kinder, die viel am Boden herumkrabbeln, die schnaufen natürlich diese Stoffe permanent ein. Und wenn sie dann eben mit einer stark verdünnten Lösung die Teppiche mehrmals während der Nacht zum Beispiel einsprühen, am nächsten Tag absaugen oder hier eben dann wenn sie wegen der ätherischen Öle Bedenken hätten, mit EM klar immer wieder drüber gehen, dann ist es auch fürs Kind sehr gesund. Ich kann die Namen der Mittel auf der Folie leider nicht lesen. Okay, das ist das EM Klar Aktiv, das ist der Teppichreiniger und das ist der Lavendelreiniger. Es gibt natürlich auch eine Reinigerbroschüre, da können Sie alles nachher gern nachlesen. Man erkennt es aber auch leicht an den Farben. Das Violette ist eben Lavendelreiniger, das Orange ist der Teppichreiniger und das Gelbe ist dann der Kraftreiniger und das richtig sehr, sehr Grellgelbe ist dann der Zitrusreiniger. Aber diese Flasche mit der orangen Etikette und dieser hellen Flüssigkeit, das ist immer das EM Klar. Ja, wenn Sie zum Beispiel auch die Gelegenheit jetzt im Herbst benutzen, um unter den Möbeln rauszuwischen, da werden Sie auch sehr, sehr positiv überrascht sein, weil wenn Sie wirklich konsequent und regelmäßig die Böden oder ja, die Böden, was auch immer, aufwischen, dann werden Sie einfach im Laufe der Zeit feststellen, dass Sie wesentlich weniger Staub in Ihrer Wohnung haben und in Ihrer Umgebung haben. Und das ist natürlich für Hausstaubmilbenallergiker die reinste Wonne. Die können endlich in solchen durchgeputzten Räumen wieder gut durchatmen. Im Herbst ist natürlich auch Zeit, die Sommerwäsche wegzuräumen. Und da ist es gut, wenn Sie die Wäsche natürlich einmal durchwaschen. Da können wir eben wieder sehr gut dienen. Ja, kann ich die Reiniger auf geölten Böden verwenden? Also auf geölten Böden ganz wenig, minimal dosieren, ein paar Tropfen ausprobieren und geölte Böden, muss ich sagen, einmal im Jahr öle die sowieso dann wieder mit Leinöl nach zum Beispiel. Aber Sie können es natürlich auch mit dieser EM-Klar-Lösung probieren. Das ist auch eine andere Möglichkeit. Aber es gibt da nie Probleme. Unsere Erfahrung eben im Laufe der Jahre hat gezeigt, dass Sie also wirklich, wenn Sie hier minimal dosieren, 10 Milliliter zum Beispiel auf 10 Liter Wasser, das wirklich kein Thema ist. Zurück zum Wäschewaschen. Parkett natürlich genauso, freilich. Wenn Sie jetzt diese Sommerwäsche einwintern sozusagen, die ist ja meistens nicht wirklich stark verschmutzt, dann können Sie diese Wäsche absolut auch ohne Waschmittel waschen. Sie können unseren Waschball hernehmen oder eben diesen Lappen, wo diese Keramikpipes eingenäht sind. Das ist ein sehr strapazierfähiges Segelleinen, wo dann diese Pipes eingenäht sind und das kann man genauso dann in die Waschtrommel geben, also anstelle des Waschballs. So haben wir nämlich alle begonnen. Und dann eben 30, 40 Grad bei leicht verschmutzter Wäsche, so T-Shirts, die man vielleicht nur ein-, zweimal getragen hat, kann man wirklich durchaus ohne Waschmittel auch waschen. Wenn die Waschtrommel zu voll ist, müsste man zwei Waschbälle oder eben zwei Lappen reingeben. Und wie gesagt, man würde auch keinen Weichspüler benötigen. Ich gebe aber immer gern auch hier, wie beim Geschirrspülen, entweder einen Schuss EM Klar aktiv rein oder eben eine Verschlusskappe Textilreiniger, entweder pur oder eben verdünnt auf 100 Milliliter Wasser. Wenn dann die Wäsche schon stärker verschmutzt ist, dann nehme ich bis 40 Grad, also ich mache das nach wie vor, noch den Textilreiniger her. Ich liebe auch den Geruch des Textilreinigers und nachher eben auch die Wäsche, weil ich auch immer ein Kapperl Textilreiniger zum Weichspüler gebe. Bei stärkerer Verschmutzung, also wenn man wirklich das Gefühl hat, man muss 60 Grad waschen oder sogar noch höher, dann sollte man ein Bio-Waschmittel dazugeben oder, wie gesagt, auch hier habe ich also eine große Überraschung. Es gibt mittlerweile ein Waschkonzentrat. Und das kann ich 30, 40, 60, 90 Grad anwenden mit dem Ergänzungsprodukt dieser
Sauerstoffbleiche, die ich schon mehrmals erwähnt habe in vorhergehenden Anwendungen. Das heißt, es ist wirklich ganz leicht. Ins Hauptwaschfach gebe ich 3 bis 5 Stöße. Das sind dann ein Pumpstoß, sind 2 Milliliter, also maximal 10 Milliliter vom Waschkonzentrat. Und wenn es sich um eine stark verschmutzte Buntwäsche handelt, die aber wo bitte farbecht ist, das ist schon wichtig, dann gebe ich noch 1 bis 2 Esslöffel Sauerstoffbleiche dazu. Die Sauerstoffbleiche gebe ich ehrlich gesagt nicht immer dazu. Die gebe ich auch gerne dazu, wenn die weiße Wäsche nach längerer Zeit grau geworden ist, vergilbt ist oder wenn es wirklich um spezielle Flecken geht, sind es Grasflecken, Rotweinflecken und so weiter, ja. Und wie gesagt, als Klarspüler wieder, Entschuldigung, als Weichspüler eben klar aktiv und Textilreiniger. Also der ist immer rot. Man erkennt auch wirklich an der Farbe immer sehr leicht, um welchen Reiniger es sich handelt. Und dieses Waschkonzentrat ist genauso toll wie das neue EMC-Geschirrspülmittel. Es reinigt eben auch wieder mit, für reine Seide, ja, können Sie genauso dieses Waschkonzentrat hernehmen. Sie sollten dann eben nur zum Schluss noch mit einem Esslöffel, einen Esslöffel Essig oder eben diesem EM Klar aktiv, können es genauso dafür hernehmen, abschließen. Es ist eben sehr sparsam im Gebrauch und wie gesagt, diese Sauerstoffbleiche, die wirklich großartig ist, auch bei starken Verschmutzungen, wo immer es, worum es sich auch immer handelt, wirklich starke Verkrustung, können Sie auch eine Paste mischen, nur in dem Fall bitte Handschuhe verwenden, weil Sie zum Beispiel mit den Fingern in die Augen fahren können, das wäre natürlich nicht gut, weil das schon ein bisschen brennt, ja, da muss man sofort, sollte das passieren, also sofort die Augen mit Wasser dann reinigen. Also auf der Sauerstoffbleiche sind schon ein paar Gefahrenhinweise zu finden, auch Vorsicht bei offenem Feuer und eben, wenn es geht, wenn Sie wirklich Pasten anrühren zum Beispiel oder irgendwelche konkreten Verschmutzungen behandeln, dann wo Sie offen mit diesem Pulver hantieren, dann bitte mit Handschuhen arbeiten. Es ist nichts anderes drin als Sauerstoffbleiche, als Soda und vor allem auch das EM-Keramikpulver und das ist dieses wunderbare, das ist eben diese Keramik verpulverisiert und hat eben auch eine große Wirkung auf die Waschaktivität. Also reine Seide gern damit. Und jetzt noch 2 Anwendungsbeispiele. Ich sehe die Zeit, die rennt. Übernatürlich, also es geht hier um natürlich, wenn Sie wirklich Waschmittel selber herstellen möchten, also Natur pur sozusagen, dann können Sie jetzt zu dieser Jahreszeit Rostkastanien, bitte nicht Esskastanien, sondern Rostkastanien sammeln, die zerschreddern. Ich mache das gerne in meinen Smoothie-Mixer und dann dieses Pulver. Ich habe übrigens eins hier, ich weiß nicht, wo sehen Sie das da, hier. 2 Esslöffel Kastanienpulver eben mit einem halben Liter Wasser übergießen, einige Zeit stehen lassen, dann abseihen und dann eben ein bisschen Textilreiniger dazugeben oder eben klar dazugeben. Das funktioniert wunderbar und ist vor allem auch sehr, sehr ergiebig. Sie sehen, laut Erfahrung kann man aus zwei Kilo 100 Waschgänge durchführen. Warum? Weil man diesen Sud öfter verwenden kann. Also den Sud nach dem Abseihen bitte nicht auf den Kompost werfen, sondern man kann den 3 bis 4, teilweise sogar 5-mal verwenden. Bekommen wir die Folien? Nein, aber Sie können das Webinar ab morgen sicher jederzeit abrufen. Außer Sie sind vielleicht Händlerin, also da muss man uns dann bitte absprechen mit der Firma. Das kann ich jetzt so in der Form nicht beantworten. Tut mir leid. Und wenn es also wirklich um Weißwäsche geht, können Sie natürlich auch mit der Sauerstoffbleiche arbeiten. Und was natürlich jeder eigentlich vor der Haustüre
wachsen hat. Das ist wahrscheinlich das Efeu. Und damit können Sie auch einmal probieren und experimentieren. In der Rezeptur steht teilweise 50 Gramm, so wie hier. Ich habe das ausprobiert, muss Ihnen ehrlich sagen, meines Erachtens ist das zu viel. Sie können ruhig die Hälfte verwenden, die Blätter sammeln und dann also so richtig eine große Handvoll Efeublätter sammeln, schneiden und dann wieder mit heißem Wasser übergießen, im Prinzip gleich wie mit den Rostkastanien. Also die Saponine, die waschaktiven Substanzen lösen sich dann während dieser Zeit heraus, abseihen und dann eben mit Textilreiniger oder EM klar aktiv das Ganze noch einmal aufwerten. Funktioniert wunderbar, habe ich wirklich vor ein paar Tagen probiert und bei der Gelegenheit eben diese Fotos auch aufgenommen. Ja, und ganz ein großes Thema ist natürlich das Raumklima jetzt in dem Zusammenhang, aber ich glaube, genau, ab morgen können Sie das Webinar wieder, ist für Sie dieses Webinar wieder zugänglich. Das Thema Raumklima haben wir schon ein bisschen behandelt, nämlich insofern, können Sie sich erinnern an die Folie, wo wir über das Mikrobiom gesprochen haben. Das heißt, je höher die Diversität im Raum ist, desto besser können diese positiven, regenerativen Mikroorganismen natürlich auch den Schmutz, den Feinstaub, der in der Luft herumschwebt und natürlich auch die chemischen Substanzen binden. Und da sind natürlich unsere Wasch- und Putzmittel also wirklich großartig dafür geeignet und auch dieser EM-Klar-Raumspray. Und der nächste Tipp, den ich Ihnen geben möchte, um das Raumklima zu verbessern, sind dann eben auch die Pflanzen. Die Pflanzen, die nicht nur eben für uns Photosynthese betreiben, sondern die auch Schadstoffe binden können, wie Aceton, wie Formaldehyde, wie, was gibt es da noch, andere Lösungsmittel, die eben uns nicht zuträglich sind, die eben auch im Tabakrauch drinnen sind, aber ich glaube, in Zeiten wie diesen wird wahrscheinlich zu Hause niemand mehr rauchen. Aber auf alle Fälle tragen die Pflanzen also wirklich einen großartigen Beitrag oder tragen sie dazu bei, die Raumluft zu verbessern. Und da ist vorweg die Grünlilie zu nennen. Es gibt Untersuchungen, wo innerhalb kürzester Zeit zum Beispiel die Formaldehyde, die so als Lösungsmittel aus Möbeln abdampfen können, aus Bodenbelägen abdampfen können, wirklich um ein X-faches reduziert werden, wenn sie Grünlilien in ihrer Wohnung stehen haben. Oder die Efeutute oder der Philodendron, die Diefenbachia zum Beispiel, die sind auch sehr, sehr gut, um eben diese Schadstoffe zu binden. Und Schlägeln, wo man meint, dass sie oft um das Fünffache verschmutzter sind als die Luft draußen. Und Sie müssen bedenken, wir verbringen doch 80 bis 90% der Zeit in Wohnräumen. Daher verwenden Sie unsere Reiniger, verwenden Sie immer wieder auch dieses EM-Klar oder diese fixfertige Sprühlösung. Gehen Sie nach dem Lüften mehrmals am Tag auch mit dem Raumspray durch die Wohnung. Sie werden also merken, wie gut es Ihnen tut und dass einfach die Rückmeldungen sind wirklich auch grandios in Räumen, wo permanent geputzt wird, zum Beispiel auch in Schulen, gibt es also wirklich Beobachtungen, dass die Lehrer sagen, dass die Kinder auch dann weniger also krank sind, dass sie weniger Husten haben, dass sie eben diese Winterzeit teilweise wirklich mit wesentlich weniger Hustenattacken und Infektionen auch überstehen. Ja, es gibt hier noch ein paar andere Tipps dazu, wie Sie die Raumluft verbessern können. Auf alle Fälle, wenn Sie Schimmelbefall haben, auch unbedingt den entfernen, weil es ist auch mit ein Faktor, wo die Sporen dann in der Luft herumfliegen und die Atemluft also wirklich gravierend auch beeinträchtigen. Wir können Sie natürlich auch mit EM klar aktiv arbeiten.
Ja, und gießen Sie natürlich immer wieder auch mit EM aktiv die Pflanzen. Und das sind auch interessante Studien. Es gibt von der NASA eine Studie, die belegt, dass die Pflanzen zum Beispiel ganz viel Schadstoffe über den Boden binden, also über die Wurzeln ich glaube, 10 bis 20% über die Blätter. Und das ist natürlich auch gut, oder gerade wenn wir jetzt vom Putzen sprechen, die großen Flächen der Blätter beim Gummibaum oder auch beim Philodendron, beim Fensterblatt, die verstauben auch sehr leicht, dass man die einfach zwischendurch immer wieder mit EM klar einsprüht. Wenn gerade gespachtelt wurde, das sind diese Pflanzen alle gut, und danke für diesen Hinweis bei diesem Thema. Da gibt es, wenn Sie zum Beispiel ausmalen oder irgendwelche Renovierungsarbeiten vornehmen, da können Sie statt einen Teil des Wassers auch EM klar aktiv hernehmen, weil auch hier diese Lösungsmittel, bin ich überzeugt, davon gebunden werden. Und ein ganz heißer Tipp ist auch das Keramikpulver. Es gibt ein eigenes Keramikpulver dafür, das heißt Amron A für die Farbe, ja, wenn Sie ausmalen möchten, und Amron B ist, wenn Sie wirklich so Betonarbeiten durchführen, und da können Sie sich auch gerne in der Firma erkundigen. Ja, die Möbel können es natürlich auch. Welche Verdünnung, da würde ich auch ausprobieren, aber auf alle Fälle können Sie hier 50 bis 100 Milliliter auf 1 Liter Wassersprühlösung gerne geben. Bitte. Ja, schauen wir weiter. Und jetzt gehen wir, natürlich, wenn wir schon bei den Pflanzen waren, gehen wir natürlich jetzt auch raus in den Garten. Da gibt es im Herbst auch besonders viel zu tun. Einerseits gibt es viel zu ernten, abzuräumen, und ganz wichtig ist auch, das Faulobst unter den Bäumen wegzuräumen. Das Faulobst kann eben die Schädlinge wieder in den Boden reinbringen, die dann im Frühling wieder hervorkommen und sozusagen die Bäume wieder schädigen. Dann ja, die Kübelpflanzen auf den Terrassen vielleicht ausleeren, sauber machen, Wintergemüse setzen. Dann, was machen wir mit den abgeernteten Beeten? Was machen wir mit dem Laub? Wichtig ist, im Herbst auch zu kompostieren. Und ganz, ganz wichtig ist bitte auch, wenn Sie ein Biotop hätten, eine Herbstbehandlung vorzunehmen. Hier arbeiten Sie mit EM aktiv, mit dem Keramikpulver und mit einem ultrafeinen Urgesteinsmehl. Und ja, Herbst ist ja auch Allerheiligenzeit. Vielleicht räumen Sie auch bei der Gelegenheit die Gräber Ihrer lieben Verstorbenen ab, und ja, bauen Sie die Erde vielleicht mit der guten Schwarzerde auf von Multikraft. Setzen Sie ein paar Hingucker, wie zum Beispiel Chrysanthemen oder Kalunda. Ist also wirklich sehr, sehr gut geeignet. Okay, auf dieses Thema komme ich gleich. Gerne. Sofort bitte 2 Folien noch. Was tun mit brachliegenden Böden? Das ist ganz wichtig. Das heißt, die Beete, die Sie abgeerntet haben, sollten über den Winter bitte nicht nackt liegen. Da müssen wir uns wieder die Natur zum Vorbild nehmen. In der Natur gibt es auch so gut wie keine nackten Böden. Die werden innerhalb kürzester Zeit wieder von Beikräutern oder Wildkräutern eben besiedelt. Daher auch im Garten, das wäre nicht gut. Entweder setzen Sie Wintergemüse, das ist ja ganz eine tolle Sache. Sie können jetzt noch Feldsalat säen sogar. Dann setzen Sie Grünkohl, setzen Sie Palmkohl. Wenn Sie im nächsten Jahr Zwiebeln ernten oder Knoblauch ernten möchten, stecken Sie jetzt Zwiebeln und Knoblauch. Dann können Sie rote Rüben, Mangold, Spinat, das können Sie alles jetzt noch setzen, und vor allem auch diese Asiasalat. Und Sie werden sich im Winter über jedes Salatblatt freuen. Vielleicht, wenn das Wetter passt, wäre jetzt natürlich, oder wenn Sie ein Frühbeet hätten, wäre jetzt noch die Gelegenheit, Radieschen zu säen. Dann können Sie sogar zu Weihnachten Radieschen ernten. Also, und dann vielleicht mulchen, ja. Also der Boden sollte abgedeckt sein. Dann Gründüngung ist eine Möglichkeit. Auch das wieder gescheit mit EM eingießen. Ich empfehle sehr gerne die Schmetterlingsblütler, hier zum Beispiel Steinklee, weil eben die Schmetterlingsblütler in ihren Wurzeln den Stickstoff binden und dadurch eben auch eine Düngung sozusagen mit der Organik dann im Frühling gewährleistet ist. Daher jetzt gescheit mit EM angießen und dann im Frühling noch einmal richtig gut locker machen, abmähen
und richtig gut eingießen. Oder Sie können natürlich auch die Flächen mulchen, also Flächenkompostieren nennt sich das. Das heißt Rasenschnitt, Laub, die Reste, die eben von den Gartenpflanzen, die Sie abgeerntet haben, können Sie alle hier liegen lassen und richtig gut mit EM eingießen. Sie sehen, da können Sie sogar einen Liter EM aktiv auf 10 Liter Wasser nehmen und 100 bis 200 Milliliter Terrafertboden. Das ist nämlich sehr gut, weil das jetzt ist es noch eine wärmende Decke und im Frühling ist es dann wirklich in einen Superhumus umgewandelt, wo Sie dann noch einen einmaligen Eingießen sozusagen oder vielleicht ein bisschen mit Schwarzerde noch dazugehen oder Bokashi Terra richtig gut starten können. Wohin jetzt mit dem Laub? Wie gesagt, da habe ich eben schon erwähnt, da können Sie wirklich die Natur zum Vorbild nehmen. Das Laub ist ja zuerst eben eine stellt zuerst eine Schutzschicht dar und wird dann später, beziehungsweise im Laufe der nächsten Monate vom Edaphon, das sind die Bodenlebewesen, von den Mikroorganismen, aber auch von den Springschwänzen und so weiter umgebaut. Und wird dann eine sehr, sehr gute Walderde draußen, eben draußen im Wald zum Beispiel. Wo Sie das Laub wirklich wegbringen müssen, ist der Rasenbereich und natürlich die Wege, damit Sie nicht ausrutschen. Sie können es zum Kompostieren hernehmen, Sie können es aber auch zum Bokashieren hernehmen. Das spezielle Laub zum Beispiel vom Nussbaum oder von der Eiche können Sie verkompostieren und dann zu den Heidelbeeren geben, zu den Rhododendren geben. Also das ist dann eher ein saurer Kompost. Und den Rest können Sie zu den Sträuchern geben. Laub können Sie aber auch für die Kübelpflanzen hernehmen, die im Winter draußen bleiben, wie zum Beispiel Rosmarin auf der Terrasse in einer geschützten Ecke. Eben, Sie können es auch hernehmen zum Mulchen für Ihr Wintergemüse. Und ganz, ganz wichtig, Sie sollten auch nützliche Lebensräume für Nützlinge schaffen, eben für Igel oder hier diesen Lederlaufkäfer, der dann Ihnen im nächsten Frühling täglich hunderte von Schneckeneiern vertilgt. Das ist also wirklich eine ganz große Ressource, die wir auch nutzen sollten. Es gibt aber Laub, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, was Sie extra kompostieren sollten. Also wenn Sie einen kleinen Nussbaum haben, ist das kein Problem, können Sie ruhig zum Kompost dazu mischen. Ein paar Blätter tun da nichts zur Sache. Wenn es wirklich ein großer Baum ist, wenn es viel Laub ist, extra kompostieren und dann eben mit 1 Liter oder können sogar 1,5 Liter EM aktiv nehmen, 200 Milliliter Terrafertboden. Sie können diese Blätter auch mit Keramikpulver und Urgesteinsmehl noch bestreuen und dann zudecken, weil es bei unserem EM-Kompost um einen Fermentationsprozess und nicht um einen Oxidationsprozess geht. Das Gleiche machen Sie auch bitte mit Eichenlaub. Und jetzt zu Ihrer Frage mit den Miniermotten. Es war heuer wieder sehr extrem, dass die Rostkastanien mit den Miniermotten befallen waren. Dieses Laub wegbringen oder irgendwo, wenn Sie ein entsprechend großes Grundstück hätten, extra auch kompostieren und diesen Kompost dann wirklich oder dieses Laub richtig heftig mit EM eingießen und Jahre liegen lassen. Oder Sie bringen es weg zur Mülldeponie, was natürlich auch wichtig ist, wenn Sie Buchsbäume haben, die vom Buchsbaumzünsler befallen sind oder irgendwelche anderen schlimmen Schädlinge auf Obstbäumen. Was Sie nicht auf den Kompost geben sollten, auch sind die Fruchtmumien, weil Sie dann eben wieder diese Pilzsporen in den Boden eintragen. Kann ich die Blätter, die vom Kohlweißling befallen sind, inklusive Raupen und Eier, also da würde ich auch in dem Fall nicht wirklich auf den Kompost, sondern extra kompostieren. Also alles, was von Schädlingen befallen ist, extra kompostieren, richtig intensiv mit EM eingießen und dort wirklich viel, viel länger als im Normalfall liegen lassen. Weil der EM-Kompost, der wird ja normalerweise nach 3-4 Monaten schon wieder fertig. Und wenn es wirklich richtig arg ist, dann würde ich es auch wegbringen. Aber wie gesagt, extra kompostieren funktioniert sehr, sehr gut. Ist damit Ihre Frage beantwortet? Also Kastanien und übrigens Kastanienbäume können Sie im Frühling schon beginnen zu mulchen, die Baumscheiben zu mulchen und richtig gut mit EM einsprühen, Terrafertboden, Keramikpulver und so weiter. Und wenn Sie das mehrmals im Jahr machen, werden Sie merken, dass Sie wesentlich weniger Miniermotten dann drauf haben. Ja, und ja, ganz wichtig ist, es heißt zwar Herbstputz, aber trotzdem sollen Sie Ihren Schneideeifer und Ihren Putzeifer im Herbst dann doch ein bisschen zügeln. Das heißt, mir
mir tut's richtig weh, wenn ich jetzt im Herbst die Menschen sehe, die ihre Gräser, die wunderschönen Gräser, die jetzt erst anfangen zu blühen, Ratzeputz unten am Boden abschneiden. Das ist, diese Gräser sind ganz wichtig, auch im Teich bitte einige stehen lassen, weil eben die Halme den Sauerstoff in das Wasser reinbringen, damit eben die Bodenlebewesen, die Wasserlebewesen gut überwintern können. Und wenn Sie die Gräser jetzt alle abschneiden, würden die Vegetationspunkte zum Beispiel über den Winter, wenn es sehr, sehr frostig wird, einfrieren und dann sind sie kaputt. Das Gleiche passiert, wenn Sie die Rosen zu sehr zurückschneiden, die Sträucher zu sehr zurückschneiden und auch die Sommerblüher, wie zum Beispiel ein Sommerflieder, den sollten Sie erst dann im Spätwinter richtig zurückschneiden, weil er sonst im nächsten Jahr nicht so schön blühen würde. Ich komme sofort dann auf Ihre Frage zurück. Auch die Fruchtstände, also die vieler Blütenpflanzen, bitte stehen lassen. Hier zum Beispiel ist es die Königskerze, hier ist es der vertrocknete Fruchtstand schon von der Nachtkerze. Sie sehen hier die Karde, die Möhre, dann hier die Stockrosen oder Sonnenblumen. Natürlich können Sie einige Samen abernten und im nächsten Jahr ins Staudenbeet einbringen. Bitte, aber bitte lassen Sie einiges stehen, auch die Hecken, die Früchte der Heckensträucher. Aus dem Weißdorn können Sie einen Herzwein machen, Hagebutten können es natürlich einige verwerten, aber einige bitte lassen Sie für die Vögel im Winter dann auch übrig. Und die Pflanzen, wenn es wirklich von raureif dann überzogen sind, schauen auch wunderbar aus. Ja. Und jetzt noch zuletzt auf die Terrasse. Mein verehrter Bocage war voller Fliegen. Ja, super. War voller Fliegen. Da haben Sie wahrscheinlich zu viel Fleisch drinnen gehabt. Haben Sie Fleisch mit reingegeben? Aber darf ich dann auf dieses Thema im Anschluss eingehen? Das wäre ganz toll. Dann mache ich das vorher fertig. Ja, bleiben wir noch geschwind beim Herbstputz. Die Terrasse ist winterfit zu machen. Das heißt, bevor Sie die Möbel wegräumen, bitte die Pflanzen, weil Sie die Pflanzen wegbringen, die Winterpflanzen, die Kübelpflanzen, die also im Winter nicht draußen bleiben dürfen, wegräumen. Also es entsteht dann noch recht viel Schmutz und das würden Sie dann bereuen, wenn Sie zum Beispiel jetzt schon die ganzen Möbel abwischen würden und die Terrassenböden aufwischen würden. Das Gleiche mache ich auch mit dem Kübelgarten auf der Terrasse. Da wird jetzt noch viel abgeerntet. Die Kräuter werden in Sicherheit dann, jetzt los ist noch ein bisschen Wort, bis der Frost kommt, in Sicherheit gebracht, in eine windgeschützte Ecke gestellt, mit Laub bedeckt und so weiter. Ich möchte Ihnen einfach da noch ein paar Beispiele zeigen. Die abgeernteten Tomatentöpfe habe ich dann wieder mit Schwarzerde befüllt oder zumindest vermischt. Und dann hier sehen Sie das Wintergemüse, Bok Choy, den Grünkohl, den Schnittknoblauch gesetzt. Das habe ich dann ausleeren, können Sie natürlich Kräuter reinsetzen, winterharte Kräuter, die Sie dann im Winter auch verwerten können. Sie wissen, Thymian, Salbei, das ist ja alles Salbei für den Hals, Thymian für die Lunge, also alles wertvolle Kräuter, die man eben in Zeiten, wo vermehrt Infektionen auftreten, sehr, sehr gut anwenden kann. Ja, wie gesagt, Kübelpflanzen einwinden, dann abernten, dann die Kräuter, auch das Basilikum, das noch auf der Terrasse momentan steht, umtopfen und auf die Fensterbank, dann in die Küche stellen. Und dann geht es wirklich ans Reinigen, ans Säubern. Und da kommen wir wieder zu den EMC-Reinigern. Das heißt, die Töpfe säubern, die Gartenmöbel putzen und waschen vielleicht auch, die Polstermöbel waschen und dann letztlich verstauen und zu guter Letzt den Terrassenboden aber aufwischen. Da möchte ich Ihnen einfach noch ein paar Folien zeigen, die ich da für Sie jetzt im Zuge dieses Webinars auch gemacht habe und die bei mir einfach im Herbst oder im Frühling anstehen. Das heißt, die Untertassen, die Übertöpfe, die Blumentöpfe habe ich eben mit dem EMC-Kraftreiniger, mit dieser Kraftreinigerlösung gemacht. Zuerst eingesprüht und dann mit einem Schwamm mal sauber gemacht und dann mit dem Eimer noch einmal nachgearbeitet. Und das Wasser, das Gießwasser, da gebe ich dann auch immer noch einen Schuss EM-Aktiv dazu. Das gebe ich dann meinen Rosen vor der Haustür.
Oder was Sie hier jetzt natürlich auch noch machen können, ist die Geräte, die eben immer auf der Terrasse benötigt werden, zu säubern. Die lege ich einfach in ein pures EM-Aktiv ein und warte dann eine Zeit lang, kann ruhig auch über die Nacht in diesem Eimer liegen bleiben, in dieser Lösung liegen bleiben. Und ja, am nächsten Tag nehme ich es dann raus und putze sie noch einmal ab. Hier sehen Sie auch die Gießkanne, die innen ganz stark veralgt ist. Die habe ich dann auch mit dieser Lösung gleich da reingeschüttet, mit dem Schwammerl nachgewischt und es ist alles super blitzeblank geworden. Und das Wasser verdünne ich dann, das Putzwasser verdünne ich dann noch mit Wasser, gebe vielleicht noch einen frischen Schuss EM aktiv dazu und das Ganze ist dann wieder für meine Pflanzen, für diesen Hibiskusstrauch vor der Haustüre sehr gut geeignet. Was ich auch mache noch, ist zum Beispiel jetzt die Regentonne ausleeren und ja, die Keramikpipes rausnehmen und das Ganze sauber machen. Das Wasser fülle ich noch einmal mit EM aktiv an. Auf 100 Liter gebe ich da gleich 1 Liter EM aktiv, gieße noch einmal die Bäume, die Sträucher durch. Dann hat das auch noch einen Nutzen gehabt. Und damit für die Männer vielleicht auch noch ein bisschen Arbeit übrig bleibt, sie könnten zum Beispiel den Rasenmäher säubern, die Messer unterhalb säubern oder wenn sie ein Glashaus hätten, die Glasscheiben putzen. Das kann man alles eben auch mit diesem EM-Kraftreiniger machen oder mit dem Buren-EM aktiv oder eben auch mit dem EM-Klar aktiv. Und ja, jetzt, wenn ich das alles gemacht habe, die Geräte gesäubert habe, die Töpfe alle verstaut habe, dann geht's ans Terrassenmöbel putzen, einfach wieder einsprühen und nachwischen. Hier macht es mein Sohn mit den Terrassensesseln. Und zu guter Letzt mache ich dann noch die Böden, das Putzwasser gieße ich dann in den Eimer rein und schrubbe dann noch die Terrassenplatten. Ja, ist ehrlich gestanden, mache ich diese Arbeit im Herbst nicht mit dem Kercher. Das tue ich mir im Herbst nicht an, weil durch die Feuchtigkeit im Winter auch immer wieder Belege sich auf diesen Steinplatten bilden. Das heißt, das Kerchern kommt dann im Frühling dran. Aber es wird auch ganz schön sauber. Und der große Vorteil ist, dass dann auch das Putzwasser, das Wischwasser hier den Pflanzen am Rande der Terrasse zugutekommt. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte also Ihnen zum Schluss jetzt noch einmal wirklich kurz diese großartigen Wirkungen zusammengefasst noch einmal darstellen. Sie sehen, es hat wirklich einen unglaublich positiven Einfluss auf die Umwelt, auf die Gesundheit, auf die Natur. Auch es ist sicher für alle Lebewesen sozusagen und natürlich, was selbstredend ist, eben eine hervorragende Reinigungswirkung. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass wenn Sie wirklich permanent mit diesen Reinigern putzen und sauber machen, dass Sie wesentlich weniger verstopfte Abflussrohre haben, dass die Kläranlagen mit Ihnen eine große Freude haben werden, weil die sozusagen schon vorgeklärt, das Wasser schon vorgeklärt dorthin kommt. Dann auch bei argen, richtig chemischen Verschmutzungen können Sie es mit unseren Reinigern probieren. Und das, wie gesagt, dieser antistatische Effekt, den darf man nicht vernachlässigen. Sie werden wirklich feststellen, wenn Sie konsequent mit EM putzen, dass Sie einfach wesentlich weniger Schmutz und Staub in der Wohnung haben. Das ist dieser antistatische Effekt, weil einfach die Mikroorganismen nach dem Reinigungsvorgang sich zwar ruhend sozusagen auf die Oberfläche legen, aber sofort, nachdem sich wieder ein Schmutz nachgebildet hat oder Staub von oben runterfällt, dieser Schmutz wieder bearbeitet wird. Ja, Sie kriegen also wirklich ein wunderbares Raumklima zusammen und vor allem auch ein wunderbares Mikroklima, das unsere Gesundheit beeinflusst. Und da muss ich wirklich sagen, dass die Resonanz der Leute, die die Produkte bereits angewendet haben, ist wirklich verblüffend. Sie alle sagen, sie sind so froh um dieses gesunde Arbeitsumfeld. Leute, die vorher Ekzeme auf der Haut hatten, die sind mit diesem Reinigern eben sofort wieder verschwunden oder relativ bald wieder verschwunden. Ja, es ist wirklich eine sichere Sache für alle Materialien, für alle Situationen und vor allem, wie gesagt, noch einmal zusammenfassend, gut für die Umwelt, für die Natur, für
Mensch und Tier und letztlich auch aufgrund der hohen Dosierung auch gut für das Geldbörserl, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, ich hoffe, meine lieben Zuschauer, wenn Sie Ihre Wohnung und Ihr Haus und Ihr Umfeld sauber und gesund gestalten wollen, dann dürfen Sie bitte auf die EMC-Reiniger nicht verzichten. Auf alle Fälle können Sie dann mit einem reinen Umweltgewissen an die Sache herangehen. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend. Ich stehe Ihnen aber natürlich gerne noch für Fragen zur Verfügung. Und jetzt vielen Dank fürs Dabeisein. Jetzt möchte ich noch die eine Frage hier beantworten. Aber Sie können natürlich gerne noch Fragen stellen. Mein verärgerter Bocage war voller Fliegen. Ja, da haben Sie Fleisch dazugegeben? Das wäre eine interessante Frage. Oder ist es irgendwas dazukommen, wo eben die Fliegen ihre Eier reinlegen konnten? Es muss irgendwas sein und da ist oft also oder eine Wurst oder gewesen. Ja, ist ganz richtig. Sie können das richtig scheitern, würde ich es mit puren EM machen, begießen und dann auf den Kompost geben. Ja, das wird dann innerhalb kürzester Zeit wieder abgebaut und umgebaut. Fäulnis, also EM kann wirklich Fäulnis rückgängig auch machen, regenerieren. Da müssen Sie halt dann vielleicht einmal hinschauen bei Zeiten, ob das auch funktioniert hat. Soll ich grundsätzlich in die Regentonne EM aktiv reingeben? Ja, Sie können EM aktiv in die Regentonne geben, aber nur dann bitte, wenn Sie beabsichtigen, das ganze Wasser dann mehr oder weniger innerhalb der nächsten ein, zwei Tage aufzubrauchen. Das heißt, Sie sollen das Wasser mit EM aktiv nicht lange stehen lassen. Das wäre ein Anliegen, weil dann durch die viele Organik kommt es dann zur Algenbildung da drin. Deswegen haben Sie ja die Pipes drinnen, also sollten Sie die Pipes reinhängen. Die Pipes übrigens, die Sie jetzt im Herbst aus der Regentonne wenn Sie Obst lagern, Äpfel lagern, zwischen die Äpfel reinlegen, weil die sind ja antioxidativ, das heißt, die Äpfel bleiben dadurch wirklich länger frisch, länger lagerfähig und wirklich knackig auch im Genuss. Oder auch zu den anderen Sachen, zwischen Möhren, ich weiß nicht, was Sie alles einlagern, oder rote Rüben. Oder erstmal, ja, also wenn Sie wirklich wissen, dass Sie in den nächsten Tagen die ganze Füllmenge dieser Regentonne nicht aufbrauchen, dann bitte extra in die Gießkanne geben. Oder es gibt so einen Aufsatz vom Birchmeier an den Schlauch, wo man das EM aktiv reingeben kann. Das ist auch eine praktische Geschichte. So können Sie auch gießen, aber das wird mit der Regentonne jetzt nicht wirklich hinhauen. Ist das für Sie beantwortet? Gern. Wie gesagt, Sie können jederzeit das Webinar dann auch nachträglich eben anschauen und Sie sind natürlich zu den nächsten Webinaren wieder herzlich eingeladen. Es gibt Anfang November ein Webinar von meinem Kollegen Robert Rotter, wo es ums Wasser geht und damit um die EM-Keramik. Ist sicherlich auch wieder sehr interessant. Es wäre sehr schön, wenn Sie sich wieder Zeit nehmen würden dafür. Gibt es noch irgendeine Frage? Ich stehe Ihnen noch gerne zur Verfügung. Schauen Sie sich auch bitte auf der Homepage die Studien an. Ist auch wichtig, wenn man wissenschaftliche Studien im Hintergrund hat, wo man dann weiß, dass die Dinge auch tatsächlich gut funktionieren, lebensmittelsicher sind. Da gibt es viele andere Tipps. Es gibt sicher im Frühling dann auch wieder ein Webinar zum Putzen, wo man zum Beispiel mit EM Klar auch die Holzbretter in der Küche, wenn ich zum Beispiel irgendein Fleisch verkoche, dann sprühe ich diese Bretter unmittelbar nachher sofort mit dieser EMC-Küchenreinigerlösung ein und wasche dann heiß nach.
Da kommt noch eine Frage. Ah, muss ich runtergehen? Entschuldigung, das war mein Fehler. Gerne. Kein Fleisch, aber vielleicht stand es mal offen. Ja, das kann sein. Oder es ist da irgendwas reinkommen. Danke, Christine. Schöne Grüße nach Kärnten. Schön, freut mich, dass Sie was dazugelernt haben. Wenn Sie bitte Anregungen haben, können Sie natürlich uns das auch gerne im Chat mitteilen. Wie viel Pipes brauche ich für einen 9000 Liter Tank? Da muss ich sagen, viele, aber jedes Sackerl ist wichtig. Man sagt, also im Prinzip sagt man pro 1000 Liter ein Sackerl. Also pro Kubikmeter. In dem Fall wären es dann in der optimalsten Version 9 Sackerl. Aber mit jedem Sackerl haben sie was Wertvolles getan, zur Wasserqualität beigetragen. Auch im Sommer, also ich habe das schon sehr, sehr oft selber erfahren. Wir haben selber einen Tank im Garten, 6000 Liter, und ich habe da drei Sackerln drin, und es gibt nie irgendeinen Geruch im Sommer oder irgendeine Geruchsbelästigung. Das ist wirklich eine tolle Sache. Wie kann man mit EM im Haus graue Wände beseitigen? Grau, was meinen Sie mit grau? Verschimmelte Wände? Mit welchen EM würden Sie den Kompostbehälter in der Küche am besten einsprühen? Mit EM klar aktiv. Das habe ich einfach immer in der Küche. Ja. Also das ist ganz eine tolle. Also das EM klar aktiv. Bei allen Geruchsbelästigungen können Sie sofort an dieses, oder wenn Sie unangenehme Kochgerüche haben im Zwiebeldunst oder Zwiebelgeruch, immer mit EM klar aktiv arbeiten, mit dieser fixfertigen Sprühlösung. Ja, das hätte ich schon beantwortet. Also 9 würden Sie im besten Fall brauchen, aber ja, 4, 5 Sackerln sind auch sicher sehr, sehr gut. Pro Kubikmeter nimmt man im besten Fall ein Sackerl. Ist das für Sie klar? Eine Frage da oben: Wie kann ich graue Wände beseitigen? Was ist das für ein Thema? Sind das Schimmel? Das ist mir jetzt noch nicht klar, Frau. Entschuldigung. Wo finde ich die Studien? Auf der Homepage? Unter Reiniger, bitte. Reinigung. Gehen Sie also www.multikraft.com und dann eben Reinigung. Es stehen drei Fragen an alle Teilnehmer. Wo ist die? Wo Schimmel? Ja, wenn Sie Schimmel haben, also graue Wände, dann bitte auch mit EM klar aktiv arbeiten. Da nehmen Sie folgende Dosierung: 100 Milliliter auf 1 Liter Wasser in ein Sprühflascherl geben und diese Flächen zweimal am Tag einsprühen, also eintrocknen lassen oder ein bisschen einwirken lassen und dann nachwischen. Und auch bitte im Raum herumsprühen. Wenn Sie Schimmel haben, dann haben Sie auch Schimmelsporen in der Luft, und die sind wirklich ungesund. Danke Ihnen auch, einen schönen Abend. Okay. Ist es für Sie jetzt beantwortet, Frau Ursula? Gerne. Gerne. Wie gesagt, schauen Sie sich auch die Reinigerbroschüre an. Hier finden Sie auch alle Dosieranleitungen. Sie können natürlich auch gerne in der Firma anrufen, wenn Sie irgendein Problem haben, oder ein E-Mail schreiben. Sie kriegen sicher immer alles beantwortet.
Ja, auf alle Fälle viel Spaß beim Herbstputz. Es gibt viel zu tun in nächster Zeit. Und ja, danke dir, Christina. Die Service Hotline, ja, die beantwortet Ihnen alle Fragen. Und vielleicht überlegen Sie auch für sich, was möchten Sie mitnehmen ins neue Jahr, was möchten Sie loslassen an überflüssigem Gepäck. Und dieses Putzen und Saubermachen im Außen wird gleichzeitig auch bei Ihnen im Inneren etwas in Bewegung setzen, nämlich wirklich im Hinblick auf Klarheit, was will ich wirklich, auf Struktur und auch im Hinblick auf einen gesunden Menschenverstand, was auch der Lunge in der DTM und dem Dickdarm zugeordnet wird. So als Zusatzinformation. Würde man gar nicht meinen, dass das auch mit Reinigen zu tun hat. Loslassen auch von Emotionen, Gedankenmustern. Und das Wichtigste mit EM macht Putzen wirklich Spaß, weil man weiß, dass man sich selber auch was Gutes tut damit, ja. Ich danke Ihnen auch. Alles Liebe von Herzen, alles Gute. Okay. Das war's, nur einfach zum Nachdenken mitgegeben. Gut, dann. Ah, da gibt's noch. Echt super, gerne. Clearing total, genau. Also mir ist es auch ein Anliegen, es ist ganz einfach mit unseren EMC-Reinigern zu putzen. Ja, es ist wirklich nichts Kompliziertes. Man muss nur beginnen und einfach einmal anfangen, experimentieren. Man kann so gut wie nichts falsch machen, außer man verwendet es wirklich konzentriert. Und das macht ohnehin keiner, weil es zu teuer werden würde. Einen schönen Abend. Okay, dann werde ich mich endgültig verabschieden. Ich werde wegschalten. Oder gibt es noch eine Frage? Habe ich eine übersehen? Glaube ich nicht, oder? Falls ja, schreiben Sie mir einfach ein E-Mail dann. Danke Ihnen. Gute Nacht. Tschüss, Christina. Schönen Abend noch.